Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen am Amtsgericht Halle vor 2 Wochen. Denn hier sitzt ein Rechtsextremist auf der Anklagebank, Sven Liebig. Überregional bekannt für seine jahrelange Hetze im Netz und auf der Straße. Vor dem Gerichtsgebäude Proteste. Unter anderem die Omas gegen rechts kritisieren hier, die Justiz sei zu wenig konsequent im Umgang mit Liebig. Katrin Schmidt ist eine von ihnen. Um sich vor Liebigs Umfeld zu schützen, möchte sie anonym bleiben. Deshalb haben wir ihren Namen geändert. Meine große Hoffnung ist, dass dieser Mensch endlich ins Gefängnis kommt für das, was er alles getan hat. Ich meine, das ist ja eine Masse. Das sind ja nicht nur wir. Das ist ja ganz viel und das ist seit vielen Jahren und es hört nicht auf. Der Rechtsextremist hat sie und ihre Mitstreiterinnen in der Vergangenheit heftig verbal attackiert und öffentlich angefeindet. Im Juni 2020 treffen wir Katrin Schmidt zum ersten Mal. Sie erzählt von einem Vorfall einige Monate zuvor. Sie protestierte gegen eine Kundgebung von Liebig. Wir sind sofort von Sven Liebig beschimpft worden. Da hat uns eine Gruppe von ungefähr, ich würde sagen, 15, 20 Leuten eingekreist und auf uns eingeschrien. Und dann irgendwann ging das los, dass sie es schubsen angefangen haben. Und eine von unseren Omas ist dann gestürzt. Da gibt es offensichtlich keine Hemmungen, ne? Sie entdeckte wenig später ein Video von der Situation im Internet. Erst dann verstand sie, was genau Liebig gesagt hatte. So fordern wir Sie, liebe Omas, auf, in das nächstgelegene Flüchtlingsheim zu geben und eure 3 möglicherweise auch schon vertrockneten Löcher hinzugeben, auf dass es weniger Vergewaltigungen in Deutschland gibt. Wie schwer ist das für Sie auszuhalten, sich das nochmal anzuhören? Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so beleidigt worden und auch so in meiner Ehre verletzt. Also, dass jemand wagt, so über unsere Sexualität als ältere Frauen zu sprechen, finde ich einfach unglaublich. Sie hat Sven Liebig wegen Beleidigung angezeigt. Aber die Staatsanwaltschaft Halle erkennt hier keine Straftat und stellt das Verfahren ein. Begründung: Die Menschenwürde sei nicht verletzt worden. Und in politischen Auseinandersetzungen müssten, Zitat, auch härtere Formulierungen hingenommen werden. Ich denke mir, was muss der denn eigentlich noch sagen, damit eine Staatsanwaltschaft hier in Halle reagiert? Ich verstehe es nicht. Nach der Ausstrahlung des Fernsehbeitrags rief Liebig öffentlich dazu auf, Katrin Schmidts richtigen Namen und ihre Adresse herauszufinden. Zurück zum Amtsgericht Halle. Die Liste der Vorwürfe gegen Sven Liebig ist lang. Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, Volksverhetzung, Hausfriedensbruch. Der 52-Jährige muss sich für insgesamt 24 Anklagepunkte verantworten. Wir sprechen Liebig darauf an. Herr Liebig, Tim Schulze, Mitteldeutschen Rundfunk. Wie stehen Sie denn zu den Vorwürfen, die geäußert wurden? Ich stehe zu Lügen, also nicht gut. Mir wird ja eine ganze Reihe von Straftaten vorgeworfen. Was sagen Sie denn dazu? Wir haben Sven Liebig auch schriftlich angefragt. Er hat nicht geantwortet. Der Rechtsextremist beschäftigt die Behörden in Halle bereits seit Jahren. Bei unserer Recherche erfahren wir von hunderten Ermittlungsverfahren gegen ihn. Allein bei der Staatsanwaltschaft Halle waren, Stand März, 342 Ermittlungsverfahren gegen den Rechtsextremisten anhängig. Bisher wurden die meisten Verfahren gegen ihn eingestellt. Für diejenigen, die von seiner Dauerhetze betroffen sind, ist das schwer zu ertragen. Davon berichtet Valentin Hacken. Der Sprecher vom Bündnis Halle gegen Rechts kennt viele Betroffene. Das ist zutiefst frustrierend und wird zutiefst als ungerecht wahrgenommen. Denn das Erlebnis ist ja, ich als Betroffener sehe, es wird eine Straftat begangen. Gegen mich. Dann sehe ich, sehr lange passiert nichts und irgendwann kriege ich einen Brief, in dem drin steht, wir haben hier keine Straftat erkannt, hier wird auch nichts weiter passieren. Das stärkt auch nicht gerade das Vertrauen in den Rechtsstaat. Seit Jahren demonstriert Sven Liebig nahezu wöchentlich in Halle und hetzt gegen Minderheiten und politische Gegner. Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet den Rechtsextremisten seit Jahren. 2020 sagt der Leiter des Nachrichtendienstes im Interview mit Exakt: Uns ist Herr Liebig schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre aufgefallen. Er hat damals schon agitiert und die größte Gefahr, die wir von ihm ausgehen sehen, ist, dass er andere Leute aufstachelt, dass andere Leute sich möglicherweise berufen fühlen, in Aktion zu treten. Ab den 90er Jahren war Liebig in der Neonazi-Szene aktiv.
stieg zur zentralen Figur der rechtsextremen Szene in Sachsen-Anhalt auf. Liebig war außerdem Führungskader in einem militanten internationalen Neonazi-Netzwerk, Blood and Honor. Das belegen Dokumente, die uns vorliegen. Heute beantwortet Liebig dazu keine Fragen. Aber 2016 spricht Liebig am Rande einer Demonstration in Erfurt mit Exakt. Er spielt seine Führungsrolle bei Blood and Honor herunter. Man trug eine schicke schwarze Jacke und wurde von anderen Nicht-Mitgliedern halt so ein bisschen nach oben angeguckt. Vielleicht war das für viele, auch für mich, der einzige Grund, da überhaupt dabei zu sein. Also ich war ja damals eher so die Politische und das war eindeutig nur eine Musik. Nur Musik. Im Jahr 2000 wurde Blood and Honor verboten. Sven Liebig handelt in den 90ern außerdem mit rechtsextremer Musik. Im November 1998 durchsucht die Polizei seinen Versandhandel. Die Ermittler finden verbotene CDs und nationalsozialistische Propaganda. Das Verfahren mündet in eine Anklage. Was daraus wurde, finden wir nicht heraus. Aber verurteilt wurde Liebig damals offenbar nicht. Anders im Herbst 2022. Vor dem Landgericht Halle wird Liebig erstmals zu einer Haftstrafe verurteilt. 10 Monate ausgesetzt zur Bewährung. Er bleibt auf freiem Fuß. Dass es trotz hunderter Ermittlungsverfahren bisher nur wenige Urteile gibt, kritisiert Valentin Hacken. Er macht dafür vor allem die Staatsanwaltschaft Halle verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft Halle erkennt oft die Straftaten nicht und stellt deswegen Ermittlungsverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft Halle erkennt oft die politische Motivation nicht richtig und begründet dann Anklagen nicht entsprechend, tritt im Verfahren nicht entsprechend auf. Und ich glaube, es ist nicht völlig vermessen, davon auszugehen, dass manches, was die Staatsanwaltschaft jetzt vor Gericht bringt, gar nicht passiert wäre, wenn sie nicht so in der Kritik stände. Katrin Schmidt sieht das ähnlich. Sie hatte Liebig angezeigt, die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Katrin Schmidt legte Beschwerde ein. Mit Erfolg. Die Ermittlungen mussten wieder aufgenommen werden. Jetzt steht Liebig auch deshalb vor Gericht, weil sie hartnäckig blieb. Also man fühlt sich ja schon ein bisschen verarscht, ne? Wenn man das Gefühl hat, das dauert so lange. Scheinbar ist es nicht so wichtig. Ja, man überlegt sich schon, ob es Sinn macht, anzuzeigen. Weil eine Anzeige ist immer mit Ärger, mit Anwaltskosten, mit allem Möglichen verbunden. Wenn man so das Gefühl hat, es ist ohne jeden Effekt. Trotzdem muss ich sagen, haben wir beschlossen, wir bleiben dabei. Also, aber die Motivation, eine Anzeige zu machen, würde ich sagen, geht für viele Leute verloren. Weil sie sagen, es passiert ja sowieso nichts. Der Staat interessiert sich ja da nicht dafür. Zu lange Verfahren, viele Einstellungen. Wir wollen mit der Staatsanwaltschaft Halle über die Vorwürfe sprechen. Aber die Behörde lehnt ein Interview vor der Kamera ab. Schriftlich teilt sie mit, Zitat: Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer hier im Hause betrug ca. 7 bis 8 Monate, was angesichts des Umfangs und der Komplexität der Sachverhalte nicht unangemessen erscheint. In keinem Fall sind die Ermittlungen nicht mit der gebotenen Konsequenz und Sorgfalt geführt worden. 3,5 Jahre nach ihrer Anzeige wird Katrin Schmidts Fall nun verhandelt. Bisher kennt Liebig ihren richtigen Namen nicht. Das könnte sich ändern, wenn sie als Zeugin aussagen muss. Naja, das ist so ein bisschen unberechenbar, was da jetzt passiert. Ne? Keine Ahnung. Trotzdem denke ich, ich muss was dagegen tun. Wir müssen was dagegen tun. Wir müssen uns einfach wehren. Und ich meine, wenn der Staat nicht will, dass die Menschen sich immer mehr zurückziehen, wenn sie sich vorher gegen rechts engagiert haben, dann muss er da was tun. Es kann nicht so weitergehen.